Aufwachsen an der Volme. Der Rathaus-Podcast der Stadt Hagen. Obwohl Geschichte sich ja nicht wiederholt, machen die Menschen oft immer wieder dieselben Fehler. Museumsaufseherinnen und Aufseher haben einen der wichtigsten Berufe. In Hagen gibt es viel zu entdecken. Mit Charlene Schmidt und Michael Kaub, wie immer aus unserem kleinen Studio unter dem Dach der Villa Post. Und in diesem kleinen Studio haben wir heute Ralf Blank eingeladen. Dr. Ralf Blank, muss ich sagen. Oh, er verzieht das Gesicht. Ralf Blank ist Fachdienstleiter Geschichte, Archäologie, Geologie, wissenschaftliche Leitung, historische Museen machst du auch noch und du bist noch Leiter des Stadtarchivs. Er hat genickt. Ich glaube, ich habe alles richtig rübergebracht. War da überhaupt noch Platz im Telefonbuch, fragen wir uns an der Stelle. Jetzt so ganz für den Anfang einfach mal gefragt. Stadtarchiv, Geschichte, Museen, hört sich jetzt für viele vielleicht nach einer Staubschicht an. Wie kannst du denn unsere Hörerinnen und Hörer davon überzeugen, dass das überhaupt gar nicht so ist? Ja, da müsste ich jetzt eigentlich mit viel Humor antworten. Das ist wirklich in der Tat so. Das erlebt man auch noch selbst an der Universität, dass viele Studierenden einen großen Bogen um Geschichtsseminare machen. Aber das ist heute nicht mehr so. Das hat aber was mit der Bildungsgeschichte zu tun. Und wenn man sich etwas näher mit der Geschichte, mit der Archäologie beschäftigt und auch mit der Geologie, also mit Versteinerung, Fossilien, wo Hagen ja auch sehr reich mit gesegnet ist, merkt man sehr schnell, dass das alles andere als langweilig ist, sondern unter Umständen auch recht spannend ist. Und als Historiker findet man auch immer wieder Gegenwartsbezüge, obwohl Geschichte sich ja nicht wiederholt, machen die Menschen oft immer wieder dieselben Fehler, nicht nur bei Kriegen, sondern auch bei ganz alltäglichen, banalen Dingen. Ja, gibt es denn dann Lehren aus der Geschichte, die wir ziehen sollen, Ralf, wenn du das gerade schon so ansprichst? Das ist eine gute Frage. Eine Lehre wäre zum Beispiel, dass Kriege sich nicht auszahlen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Lehre, die auch sehr aktuell ist in der heutigen Zeit. Die andere Lehre ist, dass man, bevor man irgendetwas macht, vielleicht etwas überlegt, vorher überlegt, ob das alles so sinnvoll ist. Und da gibt es in der Geschichte ganz interessante Beispiele, wie selbst hochintelligente Menschen vorher nicht überlegt haben und dann eine große Bauchlandung erlebten. Gibt es denn auch Artefakte, die von sowas sprechen? Also irgendwas, was die Menschheit mal ausprobiert hat und dann schmerzhaft feststellen musste, dass es nicht so eine gute Idee war? Ja, das ist zum Beispiel der Atomdom in Hiroshima. Das ist meiner Meinung nach ein ganz sehr prägnantes Beispiel. Da hat man halt die Atombombe entwickelt und erfunden und wollte sie unbedingt ausprobieren, mit der Folge, dass hunderttausende Menschen sterben. Und der Atomdom in Hiroshima ist ja nicht umsonst ein Denkmal. Das ist auch gut so. Wenn wir jetzt mal auf die Historie von Hagen blicken, was fasziniert dich denn jetzt besonders daran? Kannst du das überhaupt in wenigen Sätzen zusammenfassen? Ah, das ist eine schwierige Frage. In wenigen Sätzen ist noch schwieriger. Aber ich denke mal, die Geschichte Hagens, wenn man jetzt mal alles zusammenfasst, die Geologie, die Archäologie und auch die Geschichte und Geschichtswissenschaft, ist besonders vielfältig. Wir haben also eine reiche Fundstellen aus verschiedenen Erdzeitaltern. Wir haben in Vorhalle ja diesen bekannten Ziegeleibruch, wo man die ältesten vollständig erhaltenen Fluginsekten gefunden hat. Dann haben wir im Volmetal die ältesten Landpflanzen Westfalens. Und dann geht es ja weiter in die Steinzeit. Dann nenne ich nur Blätterhöhle. Viele wissen natürlich nicht, was die Blätterhöhle ist. Einerseits ein Klimaarchiv, wo sich dann seit der Eiszeit bis zur Gegenwart meterhohe Schichten aufgetürmt haben, wo man halt wissenschaftlich auch das Klima ablesen kann, die Vegetation, die Tierwelt und vor allem menschliche Spuren, die jetzt derzeit schon rund 12.000, 13.000 Jahre zurückreichen. Und wir haben noch etliche Meter vor uns. Blätterhöhle hast du gerade gesagt, das ist ein gutes Stichwort. Blätterhöhle fasziniert dich persönlich, glaube ich, sehr. Ja, das ist ein Teil meiner Biografie. Ich kann mich noch erinnern, dass Herr Erdmann von der Polizei, ist heute in Pension, mich 2004 in einem Apriltag angerufen hat. Ja, sie hätten da in einer Höhle Skelettreste gefunden und wir haben dann einen Ortstermin gemacht. Da kam auch Stefan Voigt aus Ennepetal vom Verein Kluterthöhle, die Höhle ja entdeckt haben. Ja, und die machten dann den Kofferraum auf und da waren dann Schädelteile drin.
drin, Unterkiefer und ich weiß nicht was alles. Ja, wir haben uns das Loch dann auch alles angeschaut. Alles im Kofferraum. Ja. Wir haben uns das dann auch angeschaut. Und dann packte Stefan Vogt dann auch noch mal ein paar Sachen raus. Da war ein Feuersteinstück drunter. Keine Keramik, Feuerstein. Und da war ich dann, sag mal, ganz frei und habe dann, wie Erich von Däniken, so ein wenig geschätzt, wie alt könnte das sein. Habe gesagt, also es kann alles Mögliche sein. Auf jeden Fall keine, was die Gerichtsmedizin vermutet hat, keine Überreste von ermordeten Widerstandskämpfern aus dem Zweiten Weltkrieg oder Zwangsarbeitern. So viel Arbeit hat sich die Gestapo nicht gemacht. Aber dieses Feuersteinstück, das macht mich doch schon stutzig. Ja, wenn wir Glück haben, ist das über 10.000 Jahre alt. Ja, und dann kam hinterher die C14-Untersuchung in Oxford und in Kiel. Und da stellte sich heraus, dass einige der Knochen tatsächlich über 10.000 Jahre alt waren. Und was haben wir jetzt? Wir haben eine der wichtigsten Steinzeitfundstellen in Nordrhein-Westfalen und auch in Deutschland. Und es kommt immer wieder mehr raus. Ne? Und das ist also eine ganz tolle Sache. Ich habe dann, wie gesagt, an dem besagten Apriltag mir alles in den Kofferraum gepackt und das nach Werdring gebracht. Und Werdring wurde ja dann im November 2004 eröffnet mit einem eigenen Bereich zur Blätterhöhle. Faszinierend. So, ne? Kann es gehen. Alles im privaten Kofferraum mal eben durch die Gegend gefahren. Direkt gesichert, damit da kein anderer reinkommt. Also würdest du schon sagen, dass diese Fundstelle eine Tragweite auch für Hagen jetzt an sich hatte? Ja, nicht nur für Hagen. Also da kann man noch einiges erwarten. Und ich selber hoffe ja immer noch darauf, vielleicht werde ich es noch erleben, dass man ganz unten Neandertaler findet. Da würde man mein Triumphgeheul bis nach Düsseldorf ins Museum hören. Wir haben ja allerdings schon Daten und wir haben auch Teile von eiszeitlichen Tieren, einer Höhlenhyäne und eines Höhlenbären, die in diese Zeit passen. Nur da sind noch etwa 5 bis 6 Meter Sediment drauf. Das sind also Dinge, die hochgewühlt wurden von Maulwürfen, von Dachsen und so weiter. Von welchen Jahresschichten sprechen wir da so ungefähr, was schon da ist, was man finden kann? Also wir sind jetzt so etwa 12.000, 13.000 vor Christi und da werden wir dann so ab 30.000 abwärts, also 40.000, 50.000. Also quasi das, was man im Hönetal in der Balberhöhle gefunden hat an Steinwerkzeugen, nur dann hätte ich ganz gerne auch die Knochen dazu geben. Neandertal in Düsseldorf. Ja, lief ja bis jetzt schon ganz gut, was Knochen angeht. Wo wir jetzt so bei Aufbewahrung von Geschichte sind, Stichwort Stadtarchiv. Auf der Internetseite steht, es ist das Gedächtnis einer Stadt. Was findet man denn in diesem Gedächtnis? Von wo geht das los? Bis wann reicht das? Ja, also wir haben die ältesten Überlieferungen, die wir haben. Als Historiker sagt man Überlieferungen oder Quellen. Ne? Das ist also nicht eine Quelle, wo Wasser rauskommt, sondern Quelle als Ding, wo man was herausziehen kann, Wissen herausziehen kann. Sind aus dem Mittelalter, aus dem Spätmittelalter, 13., 14. Jahrhundert fängt das an. Dann wird es im 17. Jahrhundert etwas intensiver. Hagen hat leider Gottes das Unglück gehabt, als 1813 im November russische Kosaken in der Stadt gelagert haben, haben die das alte Stadtarchiv, das schon im 18. Jahrhundert erwähnt wird als Archivstube, haben die geplündert und haben aus den alten Urkunden haben die Pferdestreu gemacht. Mhm. Also da ist natürlich viel, wie man so schön sagt, über den Jordan gegangen, ja. Ne, was heute vielleicht von Interesse wäre. Ne? Und deswegen ist der Schwerpunkt unserer Sammlungen so 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Ja, man findet da alles Mögliche. Ne? Alles über städtische Mitarbeiter. Irgendeiner hat dann mal vor 200 Jahren mal einen Antrag gestellt, weil er irgendwo eine Bude aufmachen wollte oder sonst was. Ist auch erhalten geblieben. Wir haben, das ist auch sehr selten, wir haben Bauakten mit wunderschönen Zeichnungen seit Mitte des 19. Jahrhunderts von Gebäuden, auch Jugendstil aus der Zeit von Karl-Heinz Osters ist belegt. Zum Beispiel die ersten Baupläne vom Hagener Hauptbahnhof sind überliefert und wenn man sich die anschaut, sieht man, es ist nicht so umgesetzt worden, wie man es ursprünglich geplant hat. Das hatte natürlich was mit Geld zu tun gehabt. In Hagen hat ja alles irgendwie was mit Geld zu tun. Und in der Tat früher wie heute. Früher wie heute, ja. Und in der Tat ist es so, dass man den ersten Etat der Stadt Hagen von 1747, da war die Stadt schon verschuldet. Zwar nicht allzu viel, ein paar Reichstaler, aber es war viel Geld früher, die damalige Zeit. Und da hatte man schon eine klamme Zeit gehabt. Etwas besser, also die Blütezeit Hagens waren eigentlich die letzten Jahrzehnte vor Ausbruch
Ausbruch des Ersten Weltkriegs, aber da war Hagen auch immer klamm. Das war also nie eine Stadt, die richtig viel Geld hatte. Wundert man sich natürlich, ne, weil Leute wie Ostaus ja hier gelebt haben, der hatte richtig Geld. Teilweise lag es dann auch daran, dass seine Verwandtschaft, vor allem sein Vater, in die Akkumulatorenfabrik investiert hat. Und die hat natürlich dann ab 1888 Einführung der Elektrizität einen riesen Aufschwung gemacht. Und das ganze Geld wanderte natürlich dann bei Osthaus in die Schatulle. Und da konnte er natürlich viel umsetzen. Aber was die Stadt selber betrifft, schwierig. Ich habe also wirklich viel Zeit und Energie aufgewandt, mal herauszufinden, ob es wirklich in Hagen mal eine Zeit gab, wo Hagen einfach so bauen konnte. Mhm. Das war in den 20er Jahren mal, nach der Hyperinflation. Aber das war auch kein Haushalt, wo man sagen könnte, das war üppig. Das hat es leider nicht gegeben. Ganz komisch. Du hast gerade gesagt, viel Zeit hast du da investiert. Du hast ja auch viel publiziert. Ich habe mich gefragt im Vorfeld, wo fängst du denn da überhaupt dann an? Also kannst du sagen, wo da der Ansatz dann ist? Wo fängst du dann an, wenn du ein Thema hast, überhaupt zu graben, möchte ich einfach mal sagen. Ja, das ist, sag mal, rein wissenschaftlich betrachtet These und Antithese. Also man hat eine These. Hagen war eine wunderbare, schöne Stadt. Da lebten nur nette Menschen. Und dann setzt man sich hin und überlegt, ja, eigentlich falsch, ne? Und setzt sich dran und versucht, das mal zu eruieren. Also auch wenn man ein Buch macht, ich habe ja nun einige Bücher schon geschrieben, jeder hat eine eigene Methode. Also viele sind wirklich, deswegen werden die auch nicht fertig, die angeln sich dann an Inhaltsverzeichnissen raus und sind dann hinterher bei 1000 Seiten. Und da steht hinterher genauso viel drin am Ende wie am Anfang. Das ist dann so eine Sache. Und am liebsten mache ich sowieso, sag mal, so Bücher im Team zusammen, mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Also alleine da vor sich hin zu wursteln, das ist auch auf Dauer irgendwie langweilig. Und ja gut, ich habe ja noch so einiges vor. Ich habe noch so ein paar Themen. Also wir haben ja diese Dietmar Freisleben, mein Kollege, der jetzt pensioniert ist. Und ich habe ja diese Reihe 111 Hagener Stücke gegründet. Das ist auch mühsam sentimental gewissermaßen. Das letzte habe ich da mit meinen Kolleginnen und Kollegen jetzt gemacht, die aktuell auch drin sind, im Stadtarchiv und im Museum. Das waren dann 111 Hagener Archivstücke und dazwischen haben wir dann Fundstücke gemacht und das nächste sind Fotos. Da wollen wir uns unsere Fotosammlung mal vornehmen und die 111 interessantesten Fotos, nicht nur aus dem Stadtarchiv, sondern ich habe in Washington ja auch Fotos gefunden. Mhm. Aus Hagen. Aus Hagen. Oh, also spannend. Ganz interessante Sachen. Aus der Nazi-Zeit auch. Und da sind auch ein oder andere in London und so weiter, die man ruhig mal zeigen kann. Ist es gar nicht so die Arbeit im stillen Kämmerlein, wie man sich das vielleicht auch manche Vorurteils besetzt vorstellen würden? Ja, das hat man natürlich manchmal schon. Aber ich bin halt von meiner Mentalität, sag mal, mütterlicherseits auch aus dem Rheinland abstammend, aus der Karnevalsfamilie. Und da hat man es nicht so mit dem stillen Kämmerlein. Was ja auch manchmal, glaube ich, ganz gut ist. Ja, mit Sicherheit. Bei diesem ganzen Nachforschen, gab es denn irgendetwas, was dich total überrascht hat, als du über Hagens Geschichte vielleicht geforscht hast, wo du vielleicht nicht mit gerechnet hast? Ein Beispiel, auch da bin ich auch bestimmt verflucht und verdammt worden schon in Hagen, dass so ein Typ wie der Karl Horst Andreas, SS-Hauptsturmführer und Besitzer der Andreas-Bauerei, da seine braunen Flaschen in der Nachkriegszeit mit ehemaligen SS-Kameraden wie Panzer Meyer und so weiter gebraut hat und in Hagen immer noch hochgehalten wird. Das ist auch irgendwie ganz überraschend. Aber wenn man sich mal die Nachkriegsgesellschaft anschaut und auch die Vergangenheitskultur, Gedenkkultur auch, da überrascht dann das wiederum nicht. Es gibt auch Dinge, diese NS-Zeit in Hagen kommt man immer wieder darauf zu sprechen. Zum Beispiel Kurt Pabel, das war der stellvertretende Intendant im Ministerium Goebbels, war GAU-Propagandaleiter und so weiter. Ja, und der hat auch in der Andreas-Brauerei gearbeitet und wurde 1952, 1953 Karnevalsprinz in Hagen. Und er war bekannt, also das war
kein unbekannter Stellvertreter von Goebbels in dem Metier, halt in seinem Bereich. Und da fragt man sich auch, also wieso haben dann Leute wie Steinhoff oder so da nicht protestiert? Die müssen es doch gewusst haben. Das heißt also, wenn du so etwas aufarbeitest, machst du dir nicht unbedingt nur Freunde damit? Auf gar keinen Fall, nein. Also aber wenn man, sagen wir, das hat auch mit Abstumpf zu tun, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, wer einen mag oder wer einen dann nicht mag, da bin ich auch drüber weg. Das hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, aber das bekümmert mich mittlerweile nicht mehr. Ich weiß das selber, ich bin ja auch schon älter. Man wird ruhiger im Alter. Man wird ruhiger, ja, das hat man früher so als Altersweis halt. Ich warte erstmal noch ein paar Jahre, das wird schon. Hast du gehört, Charlene, nicht mit Altersweise? Ja, offensichtlich steckt da bei dir auch eine ganz große Leidenschaft hinter. Also du hast ja ein breites Wissen, würde ich es jetzt mal nennen. Wie entscheidet man sich denn dafür, aus dieser Leidenschaft einen Beruf zu machen? Ja, das würde mich, wirklich interessieren. Ja. Weil wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, Geschichte war für mich ein No-Go. Ich fand es ganz gut. Da war ich immer sehr gut. Geschichte, Biologie und Aufklärungsunterricht. Da war ich ein Ass. Ne? Und ich habe sogar auf der Pinne mal eine Urkunde gekriegt. Da war ich irgendwie Schulbester für ein Jahr, aber danach ging das wieder zurück. Aber ja, das ist eine gute Frage, wie man sich, aber das ist Leidenschaft. Also angefangen hat das in meinem 13. Lebensjahr. Ich bin immer mit dem Bus von Westhofen, Hohensieburg, da wohnte ich, nach Schwerte gefahren. Und dann habe ich vom Busfenster in einem Sommer, was war das, 1975, 76 muss das gewesen sein, kann auch sie, aber ich meine 76 muss es gewesen sein, habe ich dann gesehen, da waren so Bauarbeiten, ne, und dann lagen da so komische Gesteinskugeln am Rand. Ne. Ja, und dann bin ich dann, damals war ich noch nicht so faul und bequem wie heute, dann bin ich dann an eine Bushaltestelle dann vorher ausgestiegen, bin den ganzen Weg zurück nach Wandhofen gegangen und habe geguckt und dann habe ich in der Tat in so einer später Konkretion aus dem flößleeren Oberkarbon habe ich Fossilien drin gefunden. Wusste natürlich nicht, was da war, war aus wie eine Schnecke. Und bin dann hinterher, ein paar Tage später, nach Schwerte gefahren. Da gab es das Ruhrtalmuseum und da war ein Freund von meinem Großvater, der Josef Spiegel. Der hat das aufgebaut in den 30er Jahren und war über 70 Jahre war der noch Museumsleiter und hat das dann auch geleitet. Und dann sah ich hier schöne Grüße von meinem Opa und so weiter. Er Spiegel, gucken Sie sich das mal an. Komm mal her, Junge. Ne? Und kaum versah ich mich, hat er die Dinger schon in der Tasche gehabt und ein paar Tage später lagen die in der Vitrine. Das waren also wirklich ganz interessante Konkretionen mit Ammoniten drin. Das hat er mir auch hinterher erklärt. Ja, und dann war, ne, dann habe ich mir gedacht, das findest du auch woanders und bin dann immer mit dem Fahrrad, habe ich damals auch mal gemacht, durchs ganze Sauerland gefahren. Ne? Ja, und dann ist das halt im Studium so weiter so gekommen. Ne? Auch Museumsarbeit, da bin ich dann so reingerutscht. Ne? Ich habe also früher schon während des Studiums in der Schulzeit schon, während der Schule als Aufseher gearbeitet, im Museum als Führer. Deswegen habe ich dann hinterher auch schon im Studium, nach dem Studium dann, wie man heute sagt, einen Job bekommen. Aber für mich war das echt eine Berufung. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir das gefragt haben und wirklich jemand sagt, mit 13 war das schon mein Hobby. Ja, so ja, ich wollte nichts anderes. Oder? Ja, es ist wirklich so. Ich wollte nichts anderes im Leben als das. Ja. Ne? Und auch mit der Zeit ist man sogar krank geworden, weil man so viel gearbeitet hat und so weiter. Das haben die Ärzte mir dann gesagt, woran es liegt. Aber ich würde es wieder tun. Also ich würde vielleicht manche Sachen anders machen, aber ich würde es wieder tun. Man sieht es ihm auch an, Charlene, ne? Er lebt es, ja. Ralf, du hast gerade gesagt, mit dem während des Studiums, da hast du ja auch, das habe ich auch mal gelesen auf deiner Internetseite, dass du hast Museumsaufsicht gemacht. Ja, ja, klar. Ich wollte schon immer mal jemanden fragen, der das gemacht hat. Was geht einem eigentlich durch den Kopf, wenn man die Menschen so beobachtet, wie sie die Kunstwerke betrachten? Ja, das sind ja nicht nur Kunstwerke, das sind ja auch andere Dinge. Ne? Es gibt ja auch Geschichtsmuseen und Technikmuseen und so weiter. Kunstmuseen ist eine Kategorie, muss man sagen. Ne? Und war leider auch nicht für mich aus meiner Sicht die interessanteste, aber gut. Das ist jetzt ein anderes Thema. Aber es ist in der Tat ist es so, man kann den Job so machen oder so machen. Aber ich glaube, dass Museumsaufseherinnen und Aufseher haben einen der wichtigsten Berufe und wichtigsten Jobs in Anführungszeichen in einem Museum überhaupt. Weil sie sind diejenigen, die den Kontakt mit den Besuchern haben. Ne? Und deswegen sollte man diesen Job nicht unterschätzen. Ne? Genauso wie Leute, die Führungen machen. Ne? Schlecht bezahlt alle, muss man dazu sagen.
kann man auch leider nicht ändern. Da gibt es irgendwelche Regeln. Ne? Deswegen werden sie dann auch nicht besser bezahlt. Aber ganz wichtige Berufe. Also ein Plädoyer für Museumsaufsicht und Museumsführer. Ja. Denk nur an die Schlagzeile von der vergangenen Woche, wo eine 3500 Jahre alte Vase zu Bruch gegangen ist in einem Museum. Auch da sind wahrscheinlich die Aufsichten vielleicht wichtig an der Stelle. Ja, kann auch die Reinigungskraft gewesen das sein. Das ist natürlich möglich. Denk, klar. Mal, denk mal dran an die Fettecke vom Bus. Ja. Warum denken wir alle immer daran? Ganz, ganz wunderbar. Das wische ich mal eben weg. Ja, ja, brauchen wir das noch. Ja, für jemanden, für den jetzt wirklich der Beruf die Berufung ist, braucht so jemand überhaupt, also brauchst du einen Ausgleich in deiner Freizeit? Hast du einen Ausgleich? Hobbys, Interessen, die mit Sicherheit... Oh, etwas, was nicht mit Geschichte oder so etwas zu tun hat. Oh, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also es ist auch so ein Spiel. Also in sternklaren Nächten, ich bin so Amateurastronom. Mhm. Ja, das hing auch mit meinem Opa zusammen, der hat das auch schon gemacht, mit meinem Großvater. Und sein Freund, einer seiner vielen Freunde, war Graf Stosch auf Haus Ruhr. Und da bin ich auch immer hingewandert. Der hatte einen Zeiss-Refraktor, weiß ich jetzt auch, einen Zeiss-Refraktor und hat dann von seinem Schloss aus immer in die Sterne geguckt. Der hat mich dann irgendwie auch angesteckt. Da habe ich von meinem Opa dann auch da dieses 5 cm Refraktor bekommen von Zeiss. Dann habe ich leider Gottes nicht mehr ein schönes Stück. Ne? Ich weiß nicht, wo der geblieben ist. Aber ich habe ein Instrumentarium, auch Zeiss jetzt mittlerweile, auch andere, so eine Lichtkanone, sagt meine Lebensgefährtin immer. Also einen richtig großen Lichteimer, kann man sagen, mit einem Newton-Teleskop, mit einem Spiegel drin, wo man Galaxien sehen kann und so weiter als Nebelflecken. Man stellt sich das dann irgendwie vor, man sieht Spiralen, das ist ganz schwierig, man sieht da Nebelflecken, da freue ich mich schon, wenn ich sehe. So, in klaren Nächten gehe ich da mal auf den Balkon, ne, und guck mir dann die Sachen an. Das ist dann so ein Ausgleich, aber im Prinzip arbeite ich da so vor mich hin. Ne? Also, wenn man jetzt so durch Hagen streift, dann entdeckt man ja unglaublich viele historische Gebäude oder Denkmäler oder gewisse Stätten. Gibt es etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern unbedingt empfehlen würdest, was sie sich mal anschauen sollen in Hagen? Haus Harkorten unbedingt. Ne? Das ist also dann die Harkortsche Fabrik. Schloss Hohenlimburg natürlich. Werdringen. Ne? Auch ganz klar. Eine Tour machen durchs Volmetal lohnt sich auch. Wer sich den Ziegeleisteinbruch anschauen will, ist jetzt ein nationaler Geotop auch und ist ja hergerichtet worden, sollte man sich auch anschauen. Dann den Massenkalksteinbruch am Steltenberg, also in Hohenlimburg. Ja, da gibt es so viel. Selbst die Bunker, die in der Stadt sind noch interessant. Mhm. Ja, also als Zeugnisse für, das waren ja auch, die hatte man ja als Denkmäler schon geplant während der Bauzeit. Die hat sich ja gedacht, die Zeugen von unserem Endsieg. Und das ging natürlich nach hinten los. Ne? Und Zeugen jetzt natürlich von ganz anderen Dingen. Ne? Ja. Ja, also das würde ich, also in Hagen gibt es viel zu entdecken. Ich hatte mal mit dem Professor Solbach und Stefanie Marra ein Band mal gebracht. 101 wie heißt der Band nochmal? Führer durch Hagen, 101 Bauwerke oder so. Ich weiß, also wenn man mich fragt, die Bücher, die Titel weiß ich alle gar nicht mehr. Aber das sollte man sich, ist auch vergriffen. Ja, nur zwei Auflagen, ist vergriffen. Aber das sollte man sich mal, gibt es in der Stadtbibliothek auch mal anschauen. Da haben wir mal eine Auswahl getroffen. Also Hagen ist wirklich reich. Ja, also das ist schon ganz interessant. Und da haben wir mal so Geschichten aufgeschrieben. Also ein Aufruf, sich mal aufzumachen und sich die ganzen Städte anzuschauen. Und vor allem das Stadtmuseum. Ja. Ja, das ist natürlich das A und O. Ne, kann man verbinden mit dem Emil-Schumacher-Museum, mit dem Osthaus-Museum. Wer will, dann auch noch zum Hohenhof. Dann Werdringen natürlich. Die ganze Tour. Ja, aber da kann jetzt wirklich niemand mehr behaupten, dass in Hagen nichts los ist. Also. Nein, eigentlich nicht. Bevor wir gleich so zur letzten Frage kommen. Ich wollte gerade sagen, der Blick auf die Uhr, ja. Wir schauen mal ein bisschen auf die Uhr. Wir haben ja gerade viel über die Geschichte gesprochen, dass man auch Lehren aus der Geschichte ziehen kann. Wie sollte denn so eine Stadt wie Hagen mit seinem historischen Erbe am besten umgehen? Oh, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Ja, zum Ende kommen immer die besten Fragen. Da wird es immer schwierig. Also die Stadt, die Denkmalpflege, erarbeitet hier gerade die Denkmaltopographie Hagen zusammen mit dem Landesdenkmalamt. Da geben wir auch ein Buch heraus dazu und Dicker Welzer wieder und wird wirklich spannend auch. Erscheint wohl nächstes Jahr, hoffe ich. Ne? Und wie sollte man mit den Denkmälern umgehen? Schwierig bei einer Stadt, die ständig klamm ist. Das ist
vielleicht Fantasie, ein bisschen mehr Fantasie. Ich meine, der Hohenhof, der wird ja erhalten. Innen drin müsste noch einiges gemacht werden, denke ich mir. Aber da ist schon einiges Wehrdringend, hätte auch noch mal ein bisschen was verdient. Ja, wie sollte man damit umgehen? Ja, sollte sie würdevoll behandeln. Also ich meine, was da jetzt aus Hakehorten passiert, ist ja auch schon mal sehr gut. Da fehlt natürlich auch an allen Ecken und Kanten das Geld. Aber wenn Haus Hakehorten wieder hergestellt ist, ist das auch eine Top-Adresse. Könnte ich mir vorstellen, dass man da einiges machen kann. Also bleiben wir einfach leise optimistisch, würde ich sagen. Ja, das ist sowieso. Also das habe ich mir gedacht, wenn man so die Hagener Geschichte sieht und immer am Rande der Pleite, da hilft nur Optimismus. Ja. Ne? Selbst, sag mal, in schlimmen Situationen und so weiter, Hagen ist immer wieder irgendwie da rausgekommen. Das sollten wir uns vielleicht mal merken. Auch wenn das jetzt wirklich eigentlich ein perfektes Schlusswort gewesen wäre, am Ende fragen wir immer noch, ob wir was vergessen haben, ob du noch was erwähnen möchtest und würden dir nochmal die Bühne quasi überlassen. Ach ja, ich bin eigentlich immer... Sag mal, ich stehe nicht gerne auf der Bühne, ne? Und deswegen denke ich mal, da ist alles gesagt worden, was man sagen kann. Ja, schön. Ja, dann würden wir sagen, vielen Dank für deinen Besuch. Bitte, genau, bitte. Danke für die Zeit. Bis zum nächsten Mal bis vielleicht. Bis zum nächsten Mal vielleicht, genau. Ja, tschüss. Tschüss.